Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition. Wir sind jetzt hier immer noch auf dem Weg in der Festung der Machina, oder beziehungsweise in ihrer alten ursprünglichen Hauptstadt, ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und dafür werden wir jetzt hier uns noch ein bisschen wahrscheinlich aufleveln müssen, um hier auch ein bisschen weiterzukommen. Wir müssen noch auf den letzten Turm da vorne. Und dafür müssen wir hier anscheinend an einigen Kreaturen vorbei und den Zerstörer Boss. Den habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, weil er ist auf der gleichen Stufe wie wir sind. Und das wäre meine Chance, jetzt hier mal ein bisschen zu punkten und nicht irgendwo noch einen Gegner zu pullen. Und ja, es sieht ja eigentlich relativ gut aus, was das angeht, vom Schaden her. Oh, ich kann hier nichts anhaben, was das angeht. Warum ist denn das Aggro auf mich? Dann heile ich doch mal hoch, wenn es dir nicht gut geht. Wow, 17.000 Schaden. Wow. Und da hat es mich erwischt. Oh, aber ja. Der haut ganz schön rein. Aufmuntern. Nicht schon wieder auf sie. Lass doch mal Schala in Ruhe. Okay, gut, damit kann ich leben. So, Wanda Ryan. So. Jetzt haben wir ihn endlich mal. Juhu. Und wir sind auch noch alle, fast alle eine Stufe gestiegen. Oh, Machina-Gewehr 2. Das könnte vielleicht der Schala helfen, nochmal stärker zu werden. Stopp, ZL. Mache ich den jetzt gerade wieder falsch? Da ändert sich gar nichts von den Sachen her. Ach, schade. Mehr Äther. Weniger Gewicht. Maximale KP um 10% weniger. So würde es steigen, aber so nicht. Wenn es aus ist, dann bringt mich das gar nicht weiter. Boah, nee, es bringt mich... Nee, lass mal. So, jetzt erstmal gucken. Das ist hier der Punkt, genau. Hier haben wir diesen Typen. Und hier war der Große, glaube ich. Genau, der da. Der Zornige Obras. Den lassen wir jetzt erstmal weg noch. Dann nehmen wir uns eher den... Oh, war ja. Komm runter. Oh, der dreht sich auch noch so doof. Wieso bist du denn jetzt aggro auf mich? Ich
Ich wollte gerade sagen, ich nehme doch mal den da. Ich wollte gerade sagen, der kann fliegen, das wird wahrscheinlich nicht bringen. Komm. So, einer weniger. Schweibschwerter brauchen wir nicht. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Hier brauchen wir nur den da drüber, das ist gut. Das ist auch schon wieder 67, ey. Hoffen wir mal, dass wir ihn kriegen ohne... Alter, Ryan, du gehst ja ab wie sonst was. Säule des Kleas. Bam. Und Schild von der Seite. Nee, ich werde sicher keine Chain Attack machen. Ah, schön. Das war schön Schaden. Autsch. So. Und schön heilen. Nee, komm. Na, doch von der Seite. Ah, verdammt. Er hat sich gedreht. Wir heilen mich hoch. Ein Stärkungsangriff. Ah, scheiß drauf. Okay, so einfach. Kämpferstiefel, die könnten interessant sein. Kämpferstiefel 130, na, gucken wir doch mal. Was sind da für Sachen drauf? Erfahrungspunkte erhöht. Geht meine Stärke runter. Schala bringen die definitiv was. Dann gehen wir die Schala. Dann macht das ja Sinn, wenn wir die Schala geben. So. So. Ja, Ryan, ist klar. Du stürmst sofort wieder nach vorne. Oh, habe ich deine volle Aufmerksamkeit? Komm, dreh dich bitte. So. Wunderbar. Das heißt, lässt Gegner schwanken von der Seite. Zack. Sie. Warte mal, es war jetzt lila, ne? Kritischer Treffer bei Fluggegnern lässt Feinde schwanken. Ach, Ryan war umgekippt, deswegen. Ah, oh, das war doof. Das war ja sowas von doof. Oh, shit. Ja, das war ein bisschen doof von mir. Hätte ich drauf achten müssen. Und die nächste Mission erfüllt, das finde ich gut. Raubschmuck. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt genügend Raubschmuck habe, dass ich sagen könnte, okay, gut, hier, ah ne, habe ich noch gar nicht. Ha. Physischer, aha. Ja, bei Schala geht nur das alles hoch. Gut, aber es sollte doch helfen. Und das kann ich ja dann ausrüsten. Beispielsweise mit Heilung, maximale Kraftpunkte. Und damit bin ich wieder auf einem gleichen Wert. Das ist doch schön. Ich glaube, da drunter ist einer, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wo da einer sein könnte. Egal, die vierte Kontrollplattform. Und damit ist der Aufzug aktiviert.
So. Ich weiß, ich könnte jetzt die Abkürzung nehmen. Hier soll noch irgendwo ein... Ach, der Trost, der ist noch offen, deswegen. Ah, nehmen wir den da, komm. So. Machen wir die Asche hier noch platt. Und bam. Und zack. Ja, nicht die Aggro verlieren. Oh, verdammt, ich hab sie. Oh, shit. Wieso wurde sie denn umgeschubst? Aber ja, das ist nicht gut. Ja gut, ich habe mich gerade hoch. Das sollte mich jetzt erstmal nicht wirklich interessieren. Schon wieder eine Vision. Ach, jetzt kommt er auch noch. Wow. Der haut rein. Und weg ist er. Dann machen wir den letzten, glaube ich, den wir brauchen. Komm. Den kriegen wir. Und tschüss. Nächste Mission erfüllt. So. Haben wir den, haben wir den, haben wir den. Scheinbar ist da hinten auch noch ein Telethia, an den ich ran muss. Und hier, glaube ich, komme ich nicht rüber, oder? Nee, komme ich nicht rüber. Schade. Das heißt, irgendwie anders muss ich darüber. So. Und ja, ich weiß, dass du das nicht abgesehen hast. Okay, Chain Attack. Grün. Nein! Zu früh gedrückt. Zu früh gedrückt. Oh Mann. Ich hätte endlich mal diesen Todesschuss ausprobieren können. Ich muss da irgendwie hochkommen. Da komme ich nur darüber. Ich will ja da hoch. Da hinten sind auch noch Gegner. Lady Mayneth. Wow, das hier ist aber echt eine Menge an Gegnern. Oh, war ja. Na, das wird jetzt eine lustige Angelegenheit. So. Ja, komm.
aufhelfen. Ach, verdammt, egal. Ja, keine Chen-Tech. So, den Telethia untersuchen. Da ist wieder so einer, den ich brauche. Oh, meditative Vala. Oh. Ich glaube, an dem komme ich so nicht vorbei. Cool, der greift uns gar nicht an. Gar kein Interesse. Chain Attack? Ja, können wir gerne machen. Wenn er mich in Ruhe lässt. So, Chain Attack Time. Okay, wenn ich jetzt... Ja, der, nee, der fliegt. Das bringt mich nicht weiter. Ja gut, 16.000. Verdammt. Ich hätte vielleicht doch die Angriffskette weiterführen sollen. Man heilt sie nicht. Sala, könntest du es mal heilen? Oh, weia, ey, was haut der denn rein? Oh nein, nicht Sala. Was war das? Ich glaube, ich sollte erstmal alle hochheilen. Ja. So. Natürlich schaffen wir das. Ich muss mich nur mal konzentrieren. Dann könnte man das hier mit menschlichen Spielern spielen, dann wäre es sogar richtig geil. Dann könnte man richtig schön zusammenarbeiten und hier wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr rausholen aus dem Spiel. Yes, da haben wir ihn. Ach, jetzt kommst du dazu. Na gut, ja, ist jetzt echt kein Ding. So. Ja, hier geht's jetzt gerade vielleicht nicht gut, aber... Komm, ein bisschen runter, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Und wieder Seite wechseln. So, da haben wir den auch. Hypnose? Das ist ein Buch. Moment, das ist ein Buch? Heißt das, wenn ich jetzt so ein Buch bekomme? Tatsache.
Ja, moin, die letzten Bücher finde ich. Was ist das denn? Das ist doch Beschiss hoch 10. Das heißt, ich muss ja die Gegner abfarmen, um die letzten Bücher zu bekommen. Oh Mann. Das ist auch wieder so ein Elite. Und irgendwo in der Richtung ist so ein Objekt. Ah, verdammt, da muss ich hin. Ach, die Eifer muss ich auch noch besiegen. Ja. Was haben wir denn an Sammelitems, die ich wieder einfügen kann? Meta. So, von denen brauchen wir auch noch welche. So. Komm rein. Okay, das war jetzt einfach. So. Und der nächste ist weg. Den brauchen wir auch noch. Schön langsam. So, davon ist jetzt auch nur noch einer, der uns fehlt von den Kreuzen. Ich frage mich gerade, was ist Glattöl für eine Ausrüstung? Das ist etwa alles, was für sie ist? Hey, was war denn das, was ich da bekommen habe? Agrios Fußschutz? Er kann das nicht tragen. Sie auch nicht. Er könnte es tragen, dann Ben. Ah, Stachelschutz, okay. Dann bringt ihn auch was so. Wenn ich irgendwann wieder auf dann Ben wechsle. Dramatische Nacht. Habe ich auch wahrscheinlich schon. Komme ich hier irgendwo hoch oder komme ich hier nur überall runter? Ich will hier eigentlich mal wieder hoch. Ohne über diese Jungs dazu stolpern. Weil gut, bei den Jungs bräuchte ich noch alle vier. Ja, dann. Dann wollen wir die vier doch mal platt machen. Wenn ich alle vier brauche, ist doch wunderbar. Wieder einer weniger gleich. Ja, komm, schlag normal zu. Eine Mission erfüllt. Na komm. Und schön von der Seite. Schönes Ding. Oh nein, es war so klar, dass der dazukommt. Du hast doch gleich sowieso wieder ab. Na komm. Ja.
Normalerweise müsstest du jetzt eigentlich wieder zurückgehen. Ne, komm, den machen wir jetzt auch so. Wenn der unbedingt meint, er muss hier runterkommen, dann soll er halt hier runterkommen. Jetzt packst du doch da eh fest. So. So. Kriegen wir dich zum Stolpern? Nein, kriegen wir nicht. So. Gut, ich wollte eine Etage, aber... Ja, dann machen wir es halt so. Klar, ich kriege auch schneller mein Level ab. War das schon wieder ein Torso? Warum kriege ich die nicht angezeigt? Ach so. Alles. Das macht Sinn. So. Das heißt, dann kann ich jetzt hier mal gucken. Ach so, das ist alles gleich identisch. Okay. Jetzt macht es auch Sinn. Hat er noch einen Filter drin? Ah. So, jetzt war in der Richtung, glaube ich, war irgendwas. Ja. Komm, machen wir den Radar schnell noch platt. So. Nein, ich will keine Chain Attack. So. Wieso sind jetzt Level Up schon vor uns? Ist hier überhaupt mal kein Beschiss. Ah, ich weiß nicht, ob ich den machen soll. Der ist mir so riskant. Er ist zwar Stufe 68 und wir sind jetzt 64, bald 65, aber ihr wisst genauso gut wie ich, das kann auch böse ins Auge gehen. Und da vorne soll noch irgendwas sein, was ich brauche. Ach, noch einer von diesen Drohnen, ey. Missionsbuch. Kategorie. Ach du meine Güte. Alle Missionen? Halt. Ah, das ist erledigt. Okay, gut. Weißen Grimori. Sonnigen Orobas. Sammle 5 Märchendioden. Oh, das fehlt mir auch noch. Traubenfedern. Säule des Hehlers in Agniratta. Säule des Hehlers? Moment. Hehlers, nicht Kleas. Da ist die Säule. Da sind wir doch. Könnte das da sein? Ah, könnte auch hier irgendwo sein. Aber das ist das Objekt. Das heißt, das kann es nicht sein. Dann gehen wir hier mal hoch. Weil wir sind hier bei der richtigen Säule.
kann da oben sein. Woanders sehe ich jetzt keinen. Das heißt, dann würde ich mich jetzt mal hier schön elegant hin teleportieren. Zweite Kontrollplattform. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein. Tschüss.